So, dann lassen wir das Spiel mal schnell weiterlaufen, sonst kommt die Karawane nie an. Und ich hätte schwören können, einer der Zwerge hier auf dem Wagen hatte eben gerade Durst. Das wäre natürlich extrem lustig, wenn die Karawane verdurstet, bevor sie ankommt. Und ich hoffe mal, der Stau löst sich hier bald irgendwie auf. Momentan haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu viele Karawanenwagen hier ineinander gerammt. Kann ich den Handel treiben? Ach so, wir sollten erstmal Gerogon wieder herschicken. Aber es steht auch, es sind momentan keine Händler im Depot. Ah, da ist irgendwas buggy. Sie können alle rein. Sie wollen nur nicht. Oder sie müssen erst nach und nach abladen. Wo treibt sich Gerogon schon wieder um? Ah, er trinkt was. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Das kann man ja nicht unterwegs machen oder während man Handel treibt oder so. Nee, nee, er muss sich hinstellen und nichts anderes machen, außer trinken. Na gut, hier draußen werden fleißig weiter die Sachen eingesammelt und das ist echt eine riesen Blutlache da hinten. Ich habe auch gesehen im letzten Video, es gab eine Nachricht, dass die Goblins angreifen. Ich habe sie nur einfach total dreisterweise übersehen. Aber es hat sich ja alles zum Guten gewendet. Und die Karawane scheint echt buggy zu sein. Also ich könnte das Trade Depot jetzt auflösen und neu bauen, aber dann passiert was Böses, nämlich ich klaue die ganzen Waren von der Karawane. Und das ist irgendwie schon Cheaten. Zumal das ja teilweise recht viele Sachen sein können. Gero ist jetzt drin, aber wir können trotzdem nicht handeln. Was können wir sonst machen? Ich könnte versuchen, mit K zu gucken, was auf den einzelnen Feldern ist. Aber das ist einfach viel zu viel. Ein Wasserbüffel, ein Speer, Zwerg und ein Wagen, alles auf einem Feld. Das wird der ganze Inhalt sein. Trade Depot, ist das Trade Depot selbst vielleicht deaktiviert oder so? Nö. Ist da irgendwas drin? Hier sind lauter Sachen, die schon zum Handeln bereit sind. Ich könnte nochmal Sachen hinschicken. Hä? Ich kann mit G keine Sachen ins Trade Depot schicken. Ah ja, komisch. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was ich da machen soll. Ich warte einfach noch ein bisschen. Obwohl die Karawane hat schon recht lange gebraucht. Also wenn wir jetzt zu lange warten, dann drehen die bestimmt irgendwann durch. Aber hilft nichts. Oh, wir haben richtig schön viel Granit und richtig schön viel Holz. Das ist doch geschickt. Und warum steht hier eine Tür auf dem Boden? Die wird erstmal geclaimed. Dann können wir gleich noch Rock Floor. Nee, wie hießen die Dinger? Hedge Cover, genau. Davon hätten wir gerne eine gerade Zahl, sagen wir mal 24, um die ganzen Treppen zu sichern. Und wir hätten noch gerne Rock Blocks. Aber die sind schon eine Liste, oder? Nee, auch nicht. Also Rock Block. Nummer 30. Haben die eine Weile was zu tun? Und wie schaut unten unsere Arena aus? Ich würde dir ganz gern die nächste Reihe Goblins freilassen. Ah, der Hebel ist bereit. Sehr schön. Wer hat denn gerade Dienst? Schedule. Wir haben Moonstone. Und die Färbemittel sind dran. Können die sich auch mal austoben? Die Färbemittel bitte hier hin. Ich hatte mir kurzfristig überlegt, den Leuten Holz-Trainingsextra zu geben. Aber es hat letztes Mal schon ganz schön lang gedauert, bis die Goblins tot waren. Also sollten wir da nichts riskieren. Außerdem haben wir auch mehr als genug Goblins, um uns da auszutoben. Und was ist mit dir los? Du bist traurig. Pankolos hat einen roten Pfeil nach unten. Gucken wir mal ganz kurz in seinen Zustand. Oh, unhappy. Ja, das können wir doch bestimmt gleich regeln. Also. Erstmal alle rein. Tür zu. Schalter drücken. Und zugucken, wie sich die Blutlache hier noch weiter ausbreitet. Und wenn das erledigt ist, also alle Goblins tot sind, dann gucken wir oben. Das ging ja fix. Ah ne, die kämpfen doch noch. Achso, sind alles tote Goblins. Ich dachte schon, da liegt jetzt ein toter Zwerg auf dem Boden. So, jetzt sind die alle tot. Also, Tür auf.
Schalter gedrückt. DBC, alles claimen. Damit der ganze Krimskrams für den Goblins auch eingesammelt wird und die Körperteile auch. So, den Befehl aufheben. Und das Wischkommando reinlassen. So, wie schaut's oben aus? Die Karawane. Oh, die bewegt sich. Sie bewegt sich nur sehr, sehr langsam. Also das Ding, das gerade ein Stück nach vorne gerutscht. Und das jetzt auch. Ah, sehr extrem skurril. Also meine Schätzung mit in 1-2 Minuten können wir Handel treiben, passt nicht so ganz, denn die Folge alleine jetzt schon 6 Minuten lang. Aber ja, es ist abzusehen und wir... Oh, ich habe ganz vergessen, die ganzen Hunde wieder irgendwo einzusperren. Knuddelmu wird immer noch verfolgt. Aber da gab es ja die Idee, wir könnten einfach eine der Etagen, die wir gerade frisch ausgebuddelt haben, einfach zu einem riesigen Hundezwinger machen. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Denn der alte war schon ziemlich klein. Das ist kein Wunder gewesen, dass manche davon krank geworden sind von den Hunden oder sich gegenseitig angegriffen haben. Aber so eine ganze Etage müsste ja eigentlich reichen. Also N, Pen Pasture, Shift N und wir packen jetzt einfach alle Kriegshunde da rein. Keine Kriegshenne. Nein, nein, nur Kriegshunde. Badger nicht. Den Gunter auch nicht. Nur die Kriegshunde. Davon haben wir auch eine Menge verloren. Oh, und ich wollte noch gucken, ob wir die jetzt doch irgendwie geschlachtet haben in der Zwischenzeit. Also die Leichen müssten ja eigentlich alle jetzt oben auf dem Stockpile angekommen sein. Da gab es ja auch schon ein paar Diskussionen in den Kommentaren, warum das jetzt nicht genau funktioniert hat oder wie man es doch machen könnte. Oh, wir haben noch Hunde in Käfigen. So, die ganzen Goblins sollen hier bitte nicht in den Zwinger. Das wäre nicht so toll. Zumal ein Teil davon noch bewaffnet ist. Und die Meerschweinchen waren das hier auch nicht. So, ich glaube, das müssten alle Hunde gewesen sein. So, nachdem Knuddelmu jetzt anderthalb Folgen von denen verfolgt wurden, darf er sie jetzt alle einzeln da runterbringen. Ist ja auch schön. So, wir haben jede Menge Mechanismen, das ist gut. Wir haben inzwischen auch ein paar Tische, die können wir dann gleich oben hinstellen. Ist der Meldbefehl fertig abgearbeitet worden? Das ging mir zu schnell. Aber doch, ist jetzt rot. Also wir haben keine mehr zum Einschmelzen designierte Gegenstände. Das ist schon mal schick. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich... Ugh, was zur Hölle ist da los? Also ja, ich weiß, was es ist. Das ist Miasma. Deswegen haben wir oben den Müllhaufen. Weil wenn irgendwas verrottet, dann passiert das. Also normalerweise nicht ganz so extrem. Hier muss schon irgendwas Riesiges verrottet sein. Ich guck mal ganz kurz genau in die Mitte, ob da irgendwas ist. Da ist Miasma, ja. Hier ist ein Haufen Fliegen, noch mehr Miasma. Ah, das Essen auf dem Wagen ist verrottet. Und zwar alles Essen. Und die haben mal locker so 6, 7, 8 Handelsseiten voll mit Essen normalerweise dabei. Und weil die Karawane so lange gebraucht hat und weil die Karawane selbst auch nicht als Stockpile gilt, kann das Essen dann verrotten. Das ist ja ein sehr schöner Handelspartner. Kommt mit seinem ganzen Müll hier an, lädt ihn mitten im Trade Depot ab und lässt ihn vergammeln. Oh weia, können wir wenigstens Handel treiben? Nee, immer noch nicht. Jetzt können wir nicht mal sehen, wie weit die Karawane ist, weil hier überall dieser rosa Nebel ist. Aber da unten sehe ich schon mal kein Stück mehr vom Wagen. Da ist noch eine Ecke. Oh, das verzieht sich ja alles. Normalerweise hat das immer wieder neue Wolken gemacht. Ah ja, da kommt wieder eine. Und wir können sie auch nicht wegschmeißen, die ganzen Sachen, weil die gehören ja noch der Karawane. Das heißt, eigentlich müssten wir denen jetzt das vergammelte Zeug abkaufen, damit es unserem Fort wieder ruhig wird. Weil jeder Zwerg, der jetzt hier durchläuft, das sind so ziemlich alle, weil hier so viele Stockpile sind, wird negative Gedanken dadurch bekommen. Na gut, in der Zwischenzeit baue ich nochmal weiter ein bisschen Bodenplatten aus. Das war nämlich auch ein Kommentar, dass wir hier bei den Privaträumen unbedingt darauf achten sollten, dass keine Bäume wachsen. Ich habe ja schon angefangen, hier alles abzuhacken, aber trotzdem sollten wir schon mal für die Zukunft vorbereiten. Wir haben Wagon Woodlocks. Ist das jetzt wirklich eine Baumart oder ist das Holz aus dem Wagen? Na gut, wir wollten eigentlich Granitblöcke.
haben wir nur 48 Stück. Ach ja. Irgendwann werde ich einfach einen Auftrag geben, Granite Blocks oder Create Rock Blocks 30 Stück und den ganzen Auftrag 10 Mal oder so, dann für eine Weile genug haben. Weil irgendwie komme ich da nicht so wirklich hinterher. So. Wenigstens diese eine Reihe hier. So. Was hatten wir noch gebaut? Wir hatten im Krankenhaus noch was gebaut und oben in unserem Esszimmer, ne? Ja, das sieht doch schick aus. Jetzt müssen nur die Treppen alle gleichfarbig sein, das Stück hier auch noch gleichfarbig, die Tische und Stühle weg, darunter neue Platten und das Stückchen Wand müsste weg. Und dann wäre der Essenssaal in meinen Augen okay. So, können wir jetzt handeln? Nein, immer noch nicht. Ah, so. Ist denn hier draußen wenigstens alles weggeräumt? Ich sehe da noch irgendein blaues Ding. Ein rechter Wollhandschuh, der wohl irgendjemandem gehört hat, aber inzwischen kaputt ist. Gut, das wird also nicht eingesammelt. Das heißt, wir sind jetzt quasi wieder sicher. Also wir haben es jetzt nicht, dass irgendwann ein Zwerg entscheidet, ach, ich laufe doch mal raus und sammle das und das noch ein. Das ist schon mal gut. Und warum ist da ein Tier draußen? Ein Wasserbüffel. Ist das einer von unseren? Nee, der müsste da eigentlich tame hinterstehen. Und es laufen doch Zwerge raus. Wo wollt ihr denn hin? Ihr holt trinken? Ah nee, der macht sich sauber. Das sind auch komische Zwerge. Gehen zum Waffendrill, verprügeln sich gegenseitig und wischen sich dann das Blut an einem See ab. Ist ja fast so schlimm, als wenn sie baden gehen würden. Aber gut. Und Osaldo hat sich an seinen Bronze-Warhammer gewöhnt. Auch nicht schlecht. So, handeln. Nö. Also ich schmeiße sie gleich echt alle raus. Das Problem ist nur, dass es halt die Zwerge aus der Heimat sind und mit denen sollte man sich das nicht verscherzen. Denn ich wollte schon irgendwann mal den König hier haben. Das wäre schon ganz schick. Na gut, was können wir in der Zwischenzeit noch machen? Wir können gucken, was die Goblin-Käfige unten machen. Da liegt auch noch was. Ups. Da liegt auch noch was rum. Noch mehr Klamotten. Oh, apropos. Klamotten, da war was. Spiel anhalten. Ganz schnell Spiel anhalten. Wir wollten unsere Stoffsachen ja herstellen und eigentlich nur aus Pickfiber. Aber das habe ich mir jetzt anders überlegt. Denn wenn wir es nur aus Pickfiber herstellen, werden wir nicht hinterherkommen. Jedenfalls nicht kurzfristig. Später können wir gerne alles aus einem Stoff machen, aber jetzt erlaube ich erstmal alles. Außer vielleicht... So, 1, 2, 3, 4, 5 Alpaka-Wolle und 5 Spinnenseide, falls mal wieder jemand durchdreht. Hier bin ich übrigens mit Tab hingekommen. Also man kann sich hier aussuchen, welche Kategorie man gerne hätte. Und dann mit Tab wird das Ganze auf der rechten Seite aufgeklappt, um die ganzen einzelnen Stücke anzuwählen. Also ja, wir haben jetzt 4 von jeder Sorte verboten, der Rest ist alles zur freien Verfügung. Das heißt, wir können hier einen Auftrag verteilen. Also Socken haben wir letztes Mal schon hergestellt. Wir brauchen jetzt noch was für den Unterkörper und wir brauchen noch was für den Oberkörper. Das heißt, wir machen Cloth Trousers. 30 war Maximum, oder? Ja, 30. Ja. Okay, dann nochmal Cloth Shirt, auch 30. Und dann nochmal Cloth Shirt, 30. Und nochmal Cloth Trouser, 30. Und nochmal Cloth Socks, Sock, 30. So, damit dürften wir all unseren Stoff verballern. Den Rest können wir hoffentlich gleich noch ertauschen, wenn das jemals zu einem Tauschhandel kommt. Bitte, lass uns tauschen. Nö. Gerogon hat auch schon wieder längst aufgegeben. Der ist schon wieder eintrinken. Immer diese verwöhnten Adligen, das geht ja echt nicht. Aber na gut. Anscheinend ist aus der einen Minute, die es noch dauert, bis es zum Handel kommt, jetzt inzwischen 15 Minuten geworden. Ich glaube irgendwie nicht mehr wirklich, was das wird.
Die einzige Frage ist jetzt nur, was für negative Konsequenzen das für uns hat. Aber da werden wir uns überraschen lassen müssen. So, ich mache erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.